So, ich begrüße euch bei den Shop News und ich unterbreche immer, wenn Kunden reinkommen. Ich habe was zu sagen, ja, deswegen mache ich diese Videoclips und ich freue mich wirklich, wenn ihr mitmacht und wenn ihr die Glocke betätigt und wenn ihr wirklich tatsächlich auch ein bisschen anfangt zu denken, ein bisschen anfangt nachzudenken. Es ist nicht so einfach, weil es ist nicht mein Pläsier, es ist nicht meine Aufgabe, Menschen irgendwie zum Denken anzuregen. Ob nun negativ, wie die Herrschaften da sich immer negativ hier und ich muss immer alles säubern bei Facebook, aber egal. Natürlich versuche ich auch die Menschen, die irgendwie positiv und die Menschen, die das mögen, also die neue Welt mögen, die neue Online-Welt, die nicht so einfach ist. Die neue Online-Welt ist nämlich eine Illusion. Sie ist eine Illusion. Ich lebe an sich analog für mich, bin aber digital verworben. Es piept, es scheppert, es klingelt. Ihr wisst, ihr kriegt es mit. Wenn die Telefone gehen, dann werden Computer bestellt. Darf ich an den Computer? Ja, natürlich darfst du an den Computer. Manchmal kommen immer ein und dieselben, tagtäglich. 5 Tage die Woche kommt immer ein und derselbe. Sitzt da bis zu 60 Minuten, Rekord 180 Minuten an diesem Gerät. Und nachher ist dieses Gerät so strubbelig, so durcheinander, dass ich wirklich das Ganze runterfahren muss, neu clear stellen muss und dann wieder hochfahren. Was will ich jetzt damit sagen? Also es ist eine Technik, die begeistert. So, ich habe jetzt diese einfache Kamera, 5.1 hat sie zwar, ist auch eine Leica. So, Leica ist eine gute Firma und sie hat also auch, wenn ich mehr Licht draufsetzen würde, würde ich auch besser erscheinen hier. Aber ich nutze diese kleine, aus Spaß, ich könnte auch noch Licht zuschalten, das hat sie nämlich, dann käme ich vielleicht noch ein bisschen besser rüber. Wenn ich mich so betrachte beim Video und wenn ich mich so betrachte, wie ich dieses Video herstelle für euch, damit ihr solche Videos überhaupt seht, müsst ihr euch vorstellen, machen ja die anderen auch. Sie bemühen sich. Aber ich möchte auf etwas hindeuten. Ihr seht sehr viele Videos. Verdammt viele Videos. Ihr müsst aber wirklich und tatsächlich darauf achten, wer, wie, wo, was euch da wirklich tatsächlich etwas näher bringen möchte. Ob es eine Kamera ist, ob es ein Gegenstand ist, ob es überhaupt ein Thema ist. In den über 40 Jahren hatte ich das große Vergnügen, viele YouTuber kennenzulernen, die aus dem Hause Samloat abgedriftet von Dailymotion, Kiwego und MyVideo und Clipfish heute natürlich nur noch bei YouTube verweilen. Wie lange weiß ja keiner. So, ob jemals uns was Neues eröffnet wird, wissen wir nicht. So, 1989, wie wir alle so das Geschenk erhielten, und 10 Jahre später, 1999, wo schon eine Menge on air waren und wir also mit ICQ und mit Skype und wie gesagt den genannten Samlodon und es gab auch wirklich tolle Seiten, wo wir wirklich Sachen machen konnten und da hat man natürlich auch vieles erlebt von 89 bis 99 in diesen 10 Jahren. Dass man sich natürlich gefreut hat, im Jahre 2000, 2002, wie dann so langsam YouTube kam und wir da auch weitermachen durften, Menschen kennengelernt, die vorher woanders, wie gesagt, unterwegs waren. So, es gibt welche, die engagiert werden, um sowas zu machen. Es gibt welche, die halt Monolog, Dialog, Prolog von sich geben müssen. Es gibt natürlich gute Schauspieler, schlechte Schauspieler. Es gibt halt Menschen, die der Welt der Kunst angehören. Und das ist jetzt hier mein Videoclip, bis ich unterbrochen werde. Die Welt der Kunst ist mal wieder angegriffen. Die Welt der Kunst wurde sehr oft angegriffen. So. Ich muss natürlich schwer drüber nachdenken, weil wenn man die Wahrheit ja nun mal kennt, man hat sie gelernt, die Wahrheit wurde einem beigebracht, man hat zugehört, man hat nachgelesen und man hat festgestellt, wie alles angefangen hat.
wurde vom Herrscher, der da der Herrscher halt war, das Volk erniedrigt durch Kampf, Gegenkampf, also alt wurden sie nicht. So, und dann kristallisierte sich so heraus, der Mensch muss ja nicht unbedingt als Futter dienen, er muss ja nicht unbedingt zerstört werden. Und somit kam in der Geschichte das Ganze, das Heilen, die Heiler. So, im Kampf wurden Mächtige geheilt, weil man den Kämpfer brauchte, weil er halt kämpfen konnte. Er war ein guter Schwertkämpfer oder ein guter Gladiator. Also er hat dem Reichen, merkt ihr so langsam, wo ich hin will, wo der Reiche mal einen Menschen benötigt hat, den er dann also auch genesen ließ, damit er ihn wieder nutzen konnte für seine Aufgaben. Und wenn man, wie ich im ersten Videoclip sagte, mit Star Wars das Ganze vergleicht, ist es in der heutigen Realzeit genauso wie in der fiktionalen Zeit. Wir leben in einer fiktionalen Zeit. Jeder von uns kann eine fiktionale Zeit erstellen. Nicht nur per Video, auch live. So, jeder von euch kann sich kostümieren. Ihr wisst, Frauen können das ruckzuck und können dann als Diva, ihr wisst schon, auftreten. Bei Instagram, TikTok und TikTok und so weiter und so fort, Snapchat, könnt ihr euch das ja halt ansehen. 15 Sekunden, 60 Sekunden, eine Frau, die wirklich hammerhart gestylt vor der Kamera agiert, könnt ihr. So, Männer geht's auch, aber nicht so. Meistens sehen die Männer ja so aus und die müssten sich wirklich schminken, ich müsste wirklich Perücke tragen etc., um irgendwie ordentlich auszusehen. Aber nicht so schlimm. Vielleicht ist es deswegen gut, wenn wir alle wirklich tatsächlich so eine Mundtüte tragen. Ich musste gestern grölen, innerlich, weil einer hatte mal wieder so einen Schmunzelbeitrag hier geleistet. Hast du gesehen, einer hat damit wirklich tatsächlich Kaffee gekocht. Ich weiß nicht, ob der Kaffee wirklich geschmeckt hat, weil ich gar nicht weiß, was da alles drin ist. Natürlich kann man das als Filtertüte nehmen, weil das ist durchlässig. So, es stimmt auch, dass dieses gute Stück einem wirklich tatsächlich viel Schnupfen bedeutet. Wodurch weiß ich nicht, ist aber so. Ich habe zum ersten Mal mehr Schnupfen. Ihr hört es auch anhand meiner Aussprache. Meine Nase ist also öfters zu, läuft auch öfters. Grüße! Hallo! Was brauchen wir?